Ich habe schon seit Tagen mal wieder richtig Bock aufs Easy Karauschen kloppen. Und zu diesem Zweck geht man im Idealfall natürlich hier an den Moskitosee und haut hier die kleinen Sorten verschiedenster Teige raus. Die olle Karausche, Alter. Lange nicht drauf geangelt. Und mal ohne Scheiß, eigentlich war das doch immer geil. So schön im Low- und Mid-Level-Bereich Giebel und Karauschen kloppen. Wird einfach mal wieder Zeit. Cooler Fisch. Wenn er richtig schön feist ist, guck mal hier, 1,3 Kilo fast, da macht das doch Bock. So, raus damit mit dem einfachen Setup hier und einfach mal gucken, was denn hier alles so zuppelt. Ich teste gerade noch so ein bisschen, welche Hakengröße denn noch idealer ist. Ich bin erstmal mit sehr großen Haken herangegangen und versuche jetzt hier einfach schon gute Frequenz auch hinzukriegen. Zum einen natürlich mit Futtermische. Zum anderen müssen die aber natürlich auch groß genug sein, die Brocken. Dass wir dann vielleicht auch mit einem passenden Haken dran sind. Heißt also, ich habe jetzt hier auf der rechten Rute gerade mal einen Viererhaken verwendet. Und auf den anderen Routen bin ich hier noch mit Einserhaken unterwegs. Und im Großen und Ganzen lübt es bisher schon ganz gut. Also so ist das Ergebnis. Ich habe in der Nacht gerade angefangen. Da waren jetzt gerade tendenziell erstmal so ein paar, die ein bisschen kleiner sind. Aber so für die ersten paar Minuten gar nicht so schlecht. Karauschenfuttermische ist natürlich auch so ein Ding. Die kann man ja relativ schnell auch herstellen. Beziehungsweise von vornherein sollte man die herstellen können. Guck mal hier, Alter, das kannst du dir nicht ausdenken, ne? Hakengröße reduziert, Viererhaken, bam. Und dann kommt sowas direkt rein. Aber schmeiße ich auch nicht weg, denn auch am Moskitosee kann man sowas manchmal im Café abgeben. Und dann gebe ich doch lieber sowas Unmaßiges ab, als dann eine teure, wertvolle Karausche abzugeben, die ich auch so hätte verkaufen können. Futtermische muss ich gleich eben nachbauen. Das heißt, wir gucken mal eben bei der Köderbeschaffung, beziehungsweise nee, ich drücke erstmal eben N und dann scrollen wir hier mal runter zu den Standard-Futtermischen. Giebel und Karauschen, Karausche und Giebel, Biskuit, Hirsebrei, Sonnenblumenöl, so als Standard sozusagen. Also keine ganz besondere Futtermische, super easy herzustellen und die kann man halt von vornherein auch schon herstellen. Da braucht man nichts Besonderes für. Was halt vielleicht doch wichtig ist, wenn man ja schwerpunktsmäßig aufs Grundangeln geht, hat man ja anfangs Skillpunkte übrig. Bedeutet also, wenn man dann O drückt, ballert man schon mal in die Futterzubereitung. So irgendwo zwischen Level 5 und Level 10 oder sowas, ballert man irgendwann mal, oder Level 12 oder so, ballert man mal hier die 5 Punkte rein in die Angelfutterzubereitung. Braucht man sowieso später. Ihr müsst ja skillen bis Level 3 das Ganze. Heißt also hier schön durchziehen, Giebel und Karauschen rausziehen, das gesamte verdiente Geld wieder rein in die Angelfutterzubereitung, um dann auf Level 3 oder mit Level 3 in der Angelfutterzubereitung Brassenfutter herstellen zu können, was man dann an der alten Festung mit Level 12 braucht. Also von daher ist das gar nicht irgendwie vertanes Silber, vertane Zeit, sondern alles absolut notwendig, weil es muss ja auch irgendwann weitergehen, ne? Sonst stehst du gleich irgendwann mit Level 12 an der alten Festung und dann geht das wieder los. Hat jemand Futter für mich? Hat jemand Köder für mich? Mag keiner sowas. Wer will denn sowas denn? Hingehen, selber Futter zusammenbauen, mit einer guten Qualität, Köder zusammenbauen und ab geht es, selbstständig klarkommen im Game. Alter Falter, ohne Scheiß, es macht einfach immer wieder Bock hier, die ollen kleinen Karauschen. Die ollen Karauschen und dann das auch noch in einer guten Frequenz, ey, so soll das. Vielleicht ballert sogar noch die Trophy rein, ey. Achso, vom Köder, den ich verwende, ne? Köder in der Herstellung, auch gar nicht so kompliziert. Angel, Futter, Köder, Beschaffung. Damit startet man ja mit dem Brot sozusagen, mit dem Weißbrot. Dann kann man ja am Windenbach kann man ja dann hier
die Kartoffeln kaufen beim Bauern, ist alles im Tutorial ja schon alles erklärt soweit. Und dann geht's los hier mit Perlengraupe, das geht ganz schnell. Haferbrei, auch ein guter Köder, kann man auch gut verwenden hier für die Karauschen, gerne auch den Haferbrei. Süßteig kann man gut mit skillen, Weizenkörner würde ich auslassen und dann kommt schon der Grießbrei. Und danach kommt unser Ziel, auch das wieder fürs Brassenangeln an der alten Festung, Knoblauchteig, Käsewürfel. Das machen wir dann erst viel später, denn das ist alles ziemlich teuer. Also, und dann lübt das. Also, wie gesagt, ich bin hier gerade mit dem Grießbrei unterwegs und da gehen die dicken Brocken rein. Alter, ich sehe es schon, ey. Da kann doch gleich noch eine feiste... Warte mal, jetzt habe ich die Futtermische runter. Ach komm, ich lasse die erstmal runter. Ich glaube, ich habe jetzt hier ungefähr 20 Bällchen insgesamt drin an Futter. Das reicht dann auch erstmal. Ja, müssten ungefähr 20 Bällchen sein. Das reicht auch erstmal für den Spot. Der ist dann ordentlich angefüttert. Ich meine, die Brocken hier, die fressen auch recht viel. Aber das muss ja dann auch nicht sein. Ja, vom Setup her sieht es so aus. Ich bin natürlich jetzt hier vom Gesamtsetup ziemlich groß unterwegs. Aber der Knackpunkt, ich habe jetzt hier ein Vorfach genommen. Also das Gesamtsetup hat eine Stärke gerade von 6,4 Kilo. Ich bin mit einem feinen, kleinen Vorfach hier. Wenn man hier mit der Feederset, mit dem Feederset Start sich hinstellt, auch das ist natürlich möglich. Einfach auch nur mit der Monoschnur, die dann so 4, 5 Kilo an Tragfähigkeit hat. Viererhaken, Einserhaken, ruhig deutlich größer dran gehen, wenn man hier Teige verwendet. Die Teige sind ja eher so ein bisschen kleinere Köder. Und dann ruhig dementsprechend den Haken etwas größer wählen, damit das auch noch ein bisschen lohnt und damit hier die Brocken dann auch noch reingehen, beziehungsweise eben, wie gesagt, die großen Brocken reingehen. Gerne so im Kilobereich, dann lohnt sich das von der Kohle eben auch so richtig. Ja, so soll das. Ich gucke gerade nochmal. Ja, vierer Haken. Einfach vielleicht auch ein bisschen testen. Ich meine, letzten Endes ist es auch so eine Sache, gerade im Low-Level-Bereich kann man ja auch viel oder macht es ja auch Sinn, immer noch viele Fische rauszuziehen, weil man ja auch Skillpunkte noch bekommt. Von daher wäre vielleicht auch ein Sechserhaken nicht verkehrt, aber man hat halt deutlich mehr kleine oder auch unmaßige Fische dabei. Gerade im Low-Level-Bereich hat man sowieso nochmal durchschnittlich eine größere Anzahl an unmaßigen Fischen, also Fische ohne Haken. Und deswegen sollte man das halt versuchen, mit einem großen Haken so ein bisschen zu umgehen. Genau. Ja, im Großen und Ganzen ist es das. Das ist der Spot. So sieht das aus. Richtig viele Karauschen. Habe ich eigentlich schon gezeigt, wo das ist auf der Map? Habe ich noch gar nicht. Hier, direkt am Anleger. Wer es noch nicht erkannt hat, direkt an der Base, direkt am Anleger. Man muss auch gar nicht weit laufen. Man kann direkt wieder zurück zum Angelladen und weiter Futtermische herstellen und sich weiter Köder beschaffen und so weiter. Also richtig guter Spot, um mal eben hier weiter zu skillen. Ich habe übrigens auch einen Clip. Genau, habe ich hier glaube ich gar nicht eingestellt. Doch habe ich. Steuerung plus minus. Ich bin hier auf 7 Meter geklippt. Zack, raus damit. 7 Meter Clip. Klippt natürlich deswegen, weil ich ja hier Futtermische jetzt gerade verwende und ich will natürlich mit allen Routen genau dahin werfen, wo die Futtermische liegt. Sonst macht das Ganze ja auch keinen Sinn, ne? Ohne Futtermische braucht man dann natürlich auch keinen Clip. Na guck mal da, auch auf dem Viererhaken. Vielleicht reicht auch der Viererhaken. Bisschen bessere Frequenz und große Karauschen. So, jetzt werfen wir nochmal kurz einen Blick rein. Wie es denn im Café aussieht, habe ich noch gar nicht geschaut. Kaffeeaufträge und da hinten bimmelt es schon wieder. Keine Karauschen, doch hier die winzigen Karauschen. Ja, die spare ich mir aber jetzt mal. Eine habe ich jetzt davon, einen so ein Fehlbiss sozusagen. Und wir brauchen 5 Stück. Wir haben noch fast 100 Stunden damit Zeit, also warten wir da ab. Da gehen bestimmt noch welche rein. Vielleicht geht auch noch irgendwie was anderes. Mal so ein Giebel mit rein oder ein Rotauge. Ja doch, die Rotaugen könnten vielleicht auch noch... Genau, im Großen und Ganzen gucken wir mal hier gerade von den Preisen. 1 Kilo, 1,5, hier 4, ja, um die 4, 3, 4 Silber pro Fisch und das mit so einer guten Frequenz, das schmeckt. Kann man also machen. Jetzt in der kurzen Zeit hier, was hatten wir?
50 Silber in knapp 20 Minuten kann man machen. Also schafft man hier doch gut oder locker 100, 150 Silber in der Stunde. Das ist auch durchaus realistisch hier. Ups, und weiter geht's. Da haben wir doch auch schon den Giebel. Sehr gut, ey. Giebel und Karauschen, Futtermische. Immer wieder gut zum Skillen und zum Skillpunkte machen im Grundangeln und zum Skillpunkte machen in der Futterbereitung und Köderbeschaffung und so weiter. Petri Lümmels, wenn's geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen, hilft mir mega und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.